Servus Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen. Ich habe es letzte Mal versprochen, dass wir relativ schnell auf den Red-Button drücken. Ich versuche es zu halten. Wird nicht immer so ganz funktionieren. Was mich jetzt gerade noch interessieren würde, ist... Jetzt hier mal wieder in Street View rein. Ja, genau. Das ist also dieses Gebäude. Sieht moderner aus. Das müsste dieses hier sein. Kann aber sein, dass eins weiter vorne ist. Wir können mal schauen. Naja, das ist wahrscheinlich doch eher von den Gebäuden. Ob das natürlich jetzt von damals noch dort steht oder nicht, kann ich jetzt nicht beurteilen. Tatsächlich gehe ich aber mal davon aus. Ja, das sieht schon so aus. Das ist bestimmt älter. Naja, kleine Spielerei. Zurück ins Spiel. Wir legen los. Kann ich hier rüberfahren mit dem Panzer? Nee. Mir wäre es ganz recht, wenn ich aber irgendwie Zugriff bekommen würde hier auf das MG-42. Und immerhin auch Lieutenant Callan unter Feuer. Wo aus kann ich denn da hier oben? Ja, schlecht. Durch die Bäume durch, von hier drüben irgendwo. Müsste ich aber schon sehr weit vorrücken. Das ist mir noch zu gefährlich. Wie weit sind die weg? 117 Meter. Wenn da noch ein Panzerfaustschütze drin steckt, dann habe ich ein echtes Problem. Ja, die Jungs, die dürfen jetzt hier mal ein bisschen ihre Position verändern. Gott sei Dank ist der jetzt bald da, um den Munitionsnachschub zu garantieren. Wie geht's denn den Jungs eigentlich? Die werde ich nachher bestimmt noch brauchen für den Vorstoß. Allerdings muss ich dann erst bei denen hier ausschalten. Aber ich könnte mir ja Zugriff auf das Gebäude verschaffen. Amen. Das macht man auch. Wie ihr schon sehen könnt, also das mit den Waypoints setzen ist recht easy. Empfehle auch wirklich immer recht genaue Vorgaben zu machen, wie die sich bewegen, weil die KI, ja, die taktische KI, das heißt, wenn die Kämpfe ausgeführt werden, die funktioniert recht gut, aber eine globale KI, ja, muss man sagen, kann man eigentlich vergessen. Also in dem Spiel dreht sich wirklich ums Micromanagement. Nahezu jeder einzelnen Einheit, die sich hier befindet. Dazu vielleicht als kurze Hintergrunderklärung auch, dass als Grundlage für Combat Mission, also damals 2000, ja, um den Dreh rum, ein Brettspiel gedient hat, Advanced Squad Leader, eines der komplexesten, aber auch interessantesten Brettspiele auf taktischer Ebene im Zweiten Weltkrieg. Ist eigentlich quasi das, ja, gilt unter Wargamern als der Standard bzw. das Nonplusultra auf dieser Ebene. Den lassen wir jetzt hier nochmal ein bisschen, ja, den lassen wir erstmal noch ein bisschen ausruhen beziehungsweise erstmal ein bisschen sitzen und schauen, ob ihnen irgendwas auffällt. Das kann mal ein bisschen dauern, bis die was erkennen oder spotten. Ja. Braucht seine Zeit. Die sind mittlerweile auch ausgestiegen. Lass man auch erstmal liegen, bis mein Panzer da Zugriff drauf hat. Hier drüben wollen wir das Maschinengewehrnest noch ausheben. Maschinengewehr ist offensichtlich schon. Können da wirklich nicht feuern. Daraus kann sie feuern. Okay. Sekunden davor starten und gucken. Takt, ja. Ja, ein bisschen forschen, dort ist Squad.
Also wenn man ihnen die Waypoints gut vorgibt, halten sie sich auch gut dran. Kann natürlich immer auch sein, dass in der taktischen Phase, also in der Action, in der Replay-Phase, dort auch noch andere Entscheidungen getroffen wurden. Das hängt dann von der Situation ab, die sie davor binden. Die sind ganz schön müde schon, ja. Kann ich jetzt nicht ändern, Leute. Mal mitziehen. Wir nachher, bis der Rest nachgeführt ist, noch genügend Zeit, sich mal ein bisschen wieder zur Puste zu kommen. So, Red Button. Wie versprochen. Diesmal geht es ein bisschen schneller. Wollen wir mal schauen, dass wir mal einiges schaffen hier. Das Fahrzeug da oben ist mir jetzt eigentlich erstmal wurscht. Das Objective Sioux. Ich schalte es mal aus, dass es ein bisschen schöner aussieht, die Karte. Hat für mich jetzt erstmal keine allzu großen Wert. Ebenso wie da hinten das Objective ist da noch eins. Ja, Gil. Um die kümmere ich mich jetzt erstmal gar nicht. Ich möchte auf alle Fälle erstmal die Objectives sichern, die hinten in diesem Dorf liegen. Und dann sehe ich weiter. Fällt mir gerade ein, ich könnte eigentlich direkt mal an diese Ecke gucken, wo dieses 20 mm Geschiss hängt. Jetzt mal direkt interessieren. Was haben wir denn hier? Diese Ecke da, oder? Ja, genau. Wie sieht denn das in der Realität aus? Die Blickrichtung. Hier etwa darauf. Ungefähr hier in diesem Ding sitzt er. Aber der spannt mir das immer so ein bisschen im. Echt daran zu sehen. Das ist das Bar, was da feuert. Oder die Bar. Die Jungs schicken jetzt auch schon Munition in der Richtung. Schützenlöcher. Okay. Die nicht den Befehl vorzurücken. Ja, der feuert noch ganz schön raus mit seiner MP40 da. Da sind sie drei Mann. Wer sieht denn die eigentlich? Au, 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 au. Da war ich deutlich zu voreilig. Das könnte böse enden. Boah. Wäre Verluste. Die Artillerie vielleicht doch da noch belassen sollen. Egal. Adapt and drive on. Da vorne liegen nicht unter Feuer. Immer wieder mal, was passiert da, was passiert da, was passiert da? Geht der stiften? Kann ich mir jetzt kaum vorstellen.
Da kann man mal ein bisschen vorspulen. Da hatte ich jetzt keine allzu großen Probleme, ich hoffe, dass Lieutenant Cullen sich dann noch befreien kann. Doch ganz gut aus. Ah, die Jungs sollen jetzt ins Fahrzeug einsteigen. Wenn sie drin sitzen, können sie sich neu bewaffnen. Dann machen wir uns mal langsam hier dran. Das Haus da vorne einzunehmen. Der hat Kontakt. So gerne ich die eigentlich da drüben hätte. Ich muss hier drüben aufklären. Jetzt sieht es ja dann ganz gut aus. Wo es nicht so gut aussieht, ist hier vorne. Ah, der hat irgendwie kein Funkgerät mehr. Das Headquarters-Team ist quasi nutzlos geworden. Wie viele Mann habe ich denn da jetzt verloren? Eins, zwei, drei, vier Mann. Die liegen natürlich da sehr auf dem Feld. Wer hat eigentlich Scheiße gebaut? Lieutenant Molinaro. Weil, naja, auf irgendwie muss ich ja meine Fehlentscheidung abwälzen können. Das ist das Gute als Oberkommandierender. Schuld der anderen. Gut. Der Weg darüber sieht jetzt eigentlich gut aus. Frage, was passiert? Soll ich es wagen, hier zu crossen, also überzusetzen? Jetzt auf alle Fälle mal auskundschaften hier. Dann werden wir sehen. Muss auch zugeben, es soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber es mal Hut ab vor vielen YouTubern da draußen, die gleichzeitig spielen und gut reden können. Kann sowohl nicht gut reden, als währenddessen auch noch gut spielen. Mal nehme ich mir auch für so Züge eigentlich deutlich mehr Zeit. Finde es aber den Druck, ganz auch ein bisschen zeitnaher zu machen, erstmal nicht verkehrt. Drittes Quad, Second Squad, drittes Squad. Wichtiger ist mir jetzt erstmal das First Squad, dass die da. Ja, die muss ich aufsplitten. Einer unter Feuer kommt, dann haben alle das Problem. 30 Sekunden Zögerung. Second Squad, Second Squad. Nochmal 45 Sekunden Verzögerung.
Gut. Das gefällt mir hier gar nicht, die Situation. Hätte ich jetzt vorher nicht ausgerechnet den Panzer darüber gezogen, wäre das auch nicht so tragisch. Wie es ist. Red Button. Oh, da fliegen Handgranaten. Ja, ich würde sagen, das ist jetzt mal eine richtige Entscheidung der taktischen KI. Dass sie sich hier zurückziehen. Ist irgendeine Auswirkung auf die Jungs hier? Die schießen, ich glaube schon, oder? Von rechts wurde auch irgendwo geschossen. Sind nur die Objectives Carol, June. Okay, ich muss da irgendwie indirekt hinkommen. War sehr wahrscheinlich. Okay, die liegen jetzt auch unter Fallfeuer. Leute da raus. Hat er gemacht? Kauert sich auch schon ein bisschen zusammen. Meine Jungs aber genauso. Bräuchten auch dringend mal den Offizier in der Nähe. Aber der ist natürlich weit, weit weg. Schlagen sich aber tapfer. Sind schon am Schießen. Sehr gut. Mal gucken, ob mein der Sherman heute noch irgendwelche Geschosse raushaut. Er fährt immer noch. Aber die Lage ist jetzt nicht allzu prekär. Schauen wir uns mal einen groben Überblick an. Auch kein Feinfeuer. Pioniere. Jetzt eigentlich der Lieutenant Cullen. Mein Gott, das ist ja gar nicht Lieutenant Cullen. Wohin? Wo hab ich denn Cullen? Ja, aufgepasst. Ah, da ist er.
Man kann ja nicht zu jeder Zeit wissen, wo sich seine Untergebenen aufhalten. Gut. Hier, Acquire, wo ist er denn? Steht schon drin. Acquire. Wir brauchen für den Carbine brauchen wir Munition. Nehmen wir jetzt mal 300, das hat noch, dann habe ich noch 200 übrig für irgendwelche Fälle. Gut. Wage ich diese Runde schon? Oder erst nächste? Drittes Quad, drittes Quad. Wagen es diese Runde schon? Teile den Befehl. Nein. Wir warten noch eine Runde. Aussteigen können Sie schon mal aus dem Fahrzeug. Was machen wir mit euch? Die können eigentlich die Position hier übernehmen. Und dann können die nämlich weiter vorrücken. Denk mal, dass die jetzt eigentlich noch über die Hecke drüber schauen. Und dann kommen wir mal zu unserem größeren Problem hier. Und wo könnte ich denn schnell indirekt feuern? Vielleicht von hier irgendwo. Überprüfen. Jetzt weit weg hier. Ich möchte jetzt irgendwas finden, wo ich indirekt möglichst schnell. Ja, da komme ich in den Bereich schon besser hin. Ja. Okay. Dann verlegen wir jetzt unseren Mörser darüber. Wo war das jetzt? Hier. Offensichtlich nicht. Irgendwo, ja. Da kommt er noch hin. Macht nichts, immerhin kommt er dahin. In die Richtung orientieren. Braucht er irgendwie ein MG? Dem ich da dann nirgendwo hin zum Schießen. Wirklich ein schwieriges Gelände hier. Jetzt mal hin die Flanke. Die alle im Command Radius. Ja.
Hack und Axt kann man natürlich. Second Squad, First Squad, First Squad. Das lassen wir. Da haben wir den Befehl schon erteilt. Und das dritte Mal. Big Red Button. Halt, da möchte ich live dabei sein. Wo sind sie? Das möchte ich mir aus der Nähe anschauen, was hier passiert. Auf, Marsch, Marsch. Also der Sprung hat ganz gut geklappt. Jetzt wollen wir jetzt. Irgendwo habe ich gerade ein 30 Kaliber 30 Maschinengewehr gehört. Oder na, 50. Okay. Irgendwo fällt Artillerie. Wann war das? Hört man nicht mehr. Sieht auf der Flanke schon mal ganz gut aus. Mein Scout-Team ist schon im Central Park. Ja, die Mörser machen mich jetzt, oder die Artillerie, die jetzt da runterkommt, das macht mich ein bisschen nervös. Was haben wir denn hier jetzt? Was passiert da? Zweites Platoon. Der schießt aus dem Haus da einfach in den Wald rein. Nochmal. Irgendwo kommt Artillerie runter. Tja, also ich bin weit davon entfernt. Weit davon entfernt, dass der Black Forest irgendwie mal. Wobei ich dachte, dass die Schützenlöcher schon geräumt waren. Muss einfach auf mein schweres Gerät warten. Er kann den sehen. Da müssen wir jetzt auf alle Fälle echt mal eher drei Gänge zurückschalten. Tja, da im Black Forest. So, das hat gesessen. Kann man da sogar. Der Schrei hört sich auch gut an. Ja, wo war das jetzt? Hier oben. Der vielleicht Artillerie auf einen Panzer geschickt. Er ist ja mittel oder ganz so lang weg. Dauert auch eine Zeit lang, bis Artillerie auch da ankommt, wo sie ankommen soll.
Munition hatten wir dabei. 30 High Explosives noch, okay. So, ich bereite jetzt den Zug noch vor. Ausführen werden wir wahrscheinlich erst nächste Runde. Ich würde sagen, jetzt ist es an der Zeit. Da endlich mal überzusetzen. Den und Target Light Befehl. Die auch noch damit reinschießen. Die sind auch auf dem Weg. Der soll das Gebäude jetzt bloß noch mit Maschinengewehren bearbeiten. Dann können wir ziemlich sicher auch den zweiten Half-Track, da sind noch beide drin, open up. Der soll da mithelfen. So, unser Hauptproblemfeld liegt hier beim Second Platoon. Bräuchte da eigentlich Target? Kann der hier irgendwas sehen? Da. Natürlich echt vertracktes. Vertracktes Gelände hier. Aber die müssen wir irgendwie hinter Feuer noch kriegen. Was haben wir denn das denn von der zweiten Squad? Erste Squad. Das jetzt noch mal ein bisschen da drüben. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Was habe ich da veranstaltet? Katastrophe. Machen wir mal das zweite Team bereit zum Sprung. Bazooka. Die rücken alle schon nach. Der kann jetzt eigentlich auch. Gut, Befehle sind erteilt. Was mit unserem Second Platoon? Dem vollkommen unfähigen Lieutenant Molinaro passiert, sehen wir in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin, auf Wiedersehen, Servus und viel Spaß.